Legend oder so. Ach, herrje. Kein Neff benötigt. Ja! Ey! Negativ, zweites Neff im Moment nicht benötigt. Rein da! In der Rehe-Person wird kein zweites Neff benötigt. Nee, und wir haben gerade Katie hier. Also wollen Sie mir gerade sagen, dass ein Notarzt sich um zwei Rehe-Patienten kümmert, alleine? Die Notärztin hat mir gesagt, es wird kein zweiter Notarzt benötigt. Ich würde mal sagen, wenn die Kathi das sagt, dann ist das so. AV-Block, der dritte, aber Hallöchen. 1,70 kam auf einer Fahrt, da hast du auch nicht gelesen. Leben, oder? Bitte, was habe ich gelesen? Dass man nur 70 fahren darf. 70? Bitte, ich kann doch gleich den Wagen schieben. Also wirklich. Es ist doch nicht so, dass ich hier Unfälle baue mit erhöhter Geschwindigkeit. Also von daher, bei meinem Fahrstil ist alles safe. Dann hat mich das Schutz gebleibt. Ja, das Gefühl kenne ich. Kann ich auf der Autobahn. Oder unter der Brücke. Ah, ich fahre mal unten lang und dann müssen wir wahrscheinlich gleich oben gucken. Platz dem Landvogt. Ja, moin moin, da bin ich mir nicht sicher. Ha ha ha. Ja. Oh, oh! Hast du Kopfschmerzen bei mir? Ach Junge! Mhm, und du kannst fahren. Ist ja bloß friedlich. So, Meldmal-Status, Dingens. Mach mal die Türen auf, du kannst Absauger oder EKG mitnehmen. Jo. So. Unfall Nummer 1. Ach Leute. So, was hat er mitgenommen? Ne, er hat das Blau mitgenommen. Gut, ach der Rot. Dann nehme ich Blau mit. Perfekt. Ich muss noch Akkuwack mitnehmen. Ne, den Clown mache ich jetzt nicht. Ist zwar witzig, aber hilft leider keinem. Na, komm da oben. Zack, zack, zack. Gleich haben wir's. Gleich ist der Typ tot. Ich auch. Da. So, easy. Wir haben, ich weiß nicht, ob die Doktorin super gegeben hat, glaube ich nicht. Wir haben jetzt hier, Er ist ansprechbar, jetzt ansprechbar. Auch einmal super gegeben. Auch, alles klar, Augen sind auf Lichtreflexe, reagieren so, die. So, einmal kurz aufhören, schauen, ob der Anzeichen gibt. So, der Patient hat von uns schon mal 6 Liter Sauerstoff bekommen, so wie am linken Arm dann 2 Zugänge. Dann erneut Reha-Start. Also ist es aber transportfähig. Genau, er wird jetzt von uns abtransportiert. Von euch. Von mir, genau. Das ist euer Patient, ist der da rechts. Der vorhin meiner Brücke von einem Bus überrollt. Okay, also rechts der Patient, okay. Genau, das ist eurer. So, der Herr, dann hebe ich ihn einmal rechts auf die Trage. Ja, natürlich, wir kriegen den auf, den wir... Ach, die Notärztin, hallöchen. Ja, gehen Sie bitte zum anderen und helfen damit. Für den Herrn ist nichts mehr zu tun. Wir haben gerade von einem Kollegen gehört, dass wir hier helfen sollen. Nee. Frau Doktorin? Ja. Können Sie kurz an meinem RTW helfen? Der hat gerade einen Kopflos aus der Tür abgefahren. Oder ich muss einen zweiten nachholen. Ja, fordern Sie bitte einen zweiten nach und lassen Sie sich von den Leuten helfen. Die Animation einstellt. Der zweite RTW. Todeszeitpunkt 19:32. Informativ an die Leitstelle, der 51-83-1 benötigt mal einen Krankentransport hier. Aufgrund eines RTWs, wo die Tür abgefallen ist, können wir den Patienten nicht transportieren. Okay, dann machen Sie weiter. Reicht ein KTW aus? Positiv ein KTW recht aus. Patientkategorie gelb, aber. Das ist eigentlich unmöglich, aber. Ja, das ist unmöglich. Wie geht es? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Wie ist denn der Spitzname? So. Chunky Dunky. Hä, bei mir hat er 24. Ich leg sie dir einmal vor. Ja, oh, gerade war eine Null Linie. Und wir hatten gerade 2 Minuten lang. Oh, Er kommt denn jetzt angefahren? Nee, meine Güte. Fordern Sie bitte noch eine RTW nach. Ich glaube, RTW wurde schon abgefordert. Ja, müsste schon unterwegs sein. Egal, ist das für ein geiles Auto, das ich habe. Welcher der Mercedes? Der BMW. Ich glaube, neun Mann ist lieb, wenn es neun Mann ist. Ja, da sind die Kollegen gerade schon dabei. Ich muss zum Glück gerade nichts machen.
Reicht doch. Außer das natürlich parat stehen. Das ist die beste Aufgabe des Tages. Bei einer laufenden Renovation einfach dann nebenbei stehen. 53, 85, 1, kann ich das nicht fortfahren. Bitte alle mit dem Einsatzmittel. Tschüss. So. Ach herrje. Weiß man, warum der Feuerwehrmann am Boden liegt? Der ist dort vom Bus überrollt. Bei einer Menschenrettung. Ach herrje. Ja. Und die Feuerwehr, wo ist die? Weil ich, wenn jetzt nur hier zwei Leute rumstehen. Ja, die wurde schon zurückalarmiert, nur einer muss halt hier bleiben. Das ist ja bei. Aha, da ist er doch wieder. Ja, dann kannst du die HW auf. Oh, es lebt! Es lebt! So, direkt Trage holen, vorbereiten, Abfahrt. Beziehungsweise zumindest erstmal. Wir brauchen noch einen Notarzt. Ich brauche noch einen Notarzt. Neumann ist da. Ach, jetzt also doch. Ja, weil jetzt mein gekippt ist. Ich fahre noch. Wieso ist er. Hä? Hä, zu wenig gegessen vermutlich. Oh. Nee, gibt gar keinen Sinn. Der ist verletzt. Ja, ich bin dabei. Okay. Ich brauche hier ein EKG-Gerät. Ja. EKG sofort. Gut, wo ist die renovationspflichtige Person, die zweite? Lassen Sie den Patienten nicht allein, Herr Neumann soll schon mal Abtransport machen. Ich soll hier hingehen, hat Neumann gesagt. Also Neumann soll schon mal erst begleiten, Abtransport machen. Ach, oh, Neumann, Sie soll mich Hilfe. So. Ich kann so nicht fahren. Ich verkacke einen Satz. Sind wir bei Karl richtig? Ja. Okay. Braucht immer eine EKG. Bitte. Dann schließe ich, genau, EKG mache ich direkt. Perfekt. Nicht, dass wir das EKG irgendwo bei einem bei der Notärztin machen, kleben und dann heißt es du tot. Shit. Oha, wir haben noch einen Puls. Ich würde drücken. Ja, drücken Sie. Ja, der 51382, wir benötigen an einer Stelle einen dritten RTW aufgrund einer dritten großen Person kommen. Zugang mache ich rechter Arm. Was hättest du gerne? Erstmal Lösung rein. Ja, der wurde ganz abgegeben, wir brauchen hier bitte noch zwei RTWs und noch einen weiteren Notarzt. Wir haben insgesamt drei reaktive Patienten, alle drei Kategorie Rot. Ein RTW ist verunfallt bzw. beschädigt, deswegen brauchen wir noch mindestens zwei RTWs, ein NEF. Und ich bräuchte jemanden, dass sie jemanden fliegen zu. Ich glaube, der hat uns schon aktuell nicht möglich, reaktpflichtige Person. Alles klar. Ja. Chaos, wir sind da. Hallöchen. So, herrlich. Ja, brauchen. Hallo? Okay. Frage den Punkt, welcher RTW ist verunfallt kommen? Kriegen Sie gerade eine Luft? Nee, dem 51381 wurde von einem Kopflosen die Tür abgefahren. Ah. Sehr leise bei mir. Dann nimmst du die Lotterien, bitte. Beziehungsweise ist die Tür abgefallen. Ist das jetzt besser? Das kann ja wieder keiner erzählen, was hier abgeht. Ohne Witz. Ich würde Sie auch einmal bitten. Warte mal, der Bossenkanzler, lass uns helfen, ihn einmal auf die Trage, haben wir ein bisschen mehr Platz. So. Ja. Okay, dann gehst du an den Kopf. Ich packe noch eine Glukoseinfusion. Alles klar. Dann auf drei. Kopf sagt an. 1, 2 und 3. War das super, ja, das ist super. Einmal auf die Trage, genau. Ah. Und dann brich ich einmal ein bisschen zur Seite. Ja, warte, ich mach uns die Trage. Was ist denn passiert? Einmal hinlegen, bitte. Ja. Sonst, so. Der Kollege ist ja schon stabil, richtig? Ja, er ist stabil hier. Okay. Sonst, bleib bei dem Kollegen, ich helfe noch kurz und wenn der dann auch transportstabil ist, dann können wir los. Jo. Ich bräuchte eine Kompresse. Wir haben... ein Kollege von uns laufen wir hier gehabt, jetzt hier ein Kollege vom LKISH laufen wir hier. Ich glaube, ihr dürft den wegbringen. Was ging denn hier ab, ja, sagen wir so, unser Kollege wurde vom Bus angefahren, also. Läuft ja hier. Ich weiß jetzt nicht, welche die zuständigen Rettungssanitäter, Notfallsanitäter sind. Ich will hier einen Bunny-Check haben. Ich will hier aber auch eine Kompresse. Schaut euch mal die Wunde bitte an. Dass ihr die. Vier sind hier, ja, passt. Dass ihr sie verbindet. Der eine ist ja kaputt. So, einmal ELRD. Wir haben den Patienten, den Feuerwehrmann, jetzt schon transportstabil. Ja. Den würden wir schon mal dann wegbringen, wenn es erlaubt ist. Welcher SUV ist eurer, der da? Ja, genau.
welcher Spitzname? Der 382. Begleitest du es? Jensen. Ja. Gut, ich melde euch schon an. Der 382 wart ihr? Ja, genau. Super, dann könnt ihr schon mal einladen. Alan, ja, begleitet. Alles klar. Ich fahr hinterher. So, Tutti Frutti Banana angemeldet, sind wir und ab ins Krankenhaus. Notarztbegleiter. 53, 10, 1. Darf ich fahren? Bitte. Zustand nach Reanimation. Möchtest du fahren? Kategorie Rot, mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus. Welcher Notarzt hat mit? Ich glaube, LNA war das Stichwort hier. Ich glaube, die wieder keine, was hier für ein Chaos ist, ey. Huiuiui. Kirby fährt hinterher. Auch noch Kirby, ja, dann kann die Sache noch lustiger werden. Alles zu? Ja. Ach, herrje. Mensch, das ist ja hier Chaos. Ein schönes Chaos. Vormeldung für den 52-83-1. Zustand nach Reanimation, Kategorie Rot, ohne Notarztbegleitung. Leider noch zurück. Einmal mal Anmeldung. Oh. Wurde schon gemacht von Neumann. Achso, okay. Dann brauchen wir es nicht. Dann spare ich mir das Gequatsche mit der Leitstelle. ACC ist gegen Husten. Ja, genau. ACC. Kannst du schlecht beim ACS geben. Vormeldung für 50-83-1 und für den 53-82-1 Zustand nach Reanimation, Kategorie Rot mit Notarztbegleitung ins Klinikum. Ach, herrje. Vielleicht schön aus dem Rest. Spaghetti, genau. Nein, Leute, beim ACS gibt's kein ACS-IV. Das geht doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, so muss ein Stream anfangen. Direkt Stress, volle Kanone. Muss ja auch spannend sein hier, ne? Und der Titel muss dem Stream auch gerecht werden. Und das tut er, finde ich. Also, mega geil. Action, sie ist da. Schmidt, du kannst in der Theorie abrücken. Der Patient wird schon im BF-RTW abtransportiert. Wenn dir einer sagt, wir fahren zur Reanimation, kurze Zeit später, zwei Notärzte, drei RTWs in der Nachforderung, weil zwei weitere Patienten reha-pflichtig werden, das glaubt dir keiner. Am Ende sind sechs RTWs da. LNA, ELRD, alles Paletti. Laufen Reha ab ins Krankenhaus, pures Chaos. So ist doch geil. So, und wir sind hier angekommen, mega geil. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Notarzt müsste eigentlich auch um die Ecke sein. Hallo, ich bin hier. Ist schon da, okay. Ich hab vorne geparkt. Also. Also, prinzipiell kann ich leider nicht viel sagen, da war ein Transport für dich. War aber eine Einsatzstelle, wo auch das andere Ende von uns ist, wo auch die anderen zwei herkommen. Da war erst eine Person bewusstlos, dann sind auf einmal die anderen beiden auch zusammengeklappt. Diese Person ist Kategorie Rot, war reha-pflichtig, wurde erfolgreich reanimiert. Wie viele Zyklen und alles, das kann, glaube ich, der Rettungsdienste besser erklären. Okay, perfekt. Sind auch später gekommen, als Zyklus an einem reanimiert haben. Also wir waren eigentlich schon da, war der schon so halb stabil, habe ich das Gefühl gehabt. Check. Also seid ihr genauso spät wie ich gekommen. Genau. Check. Vielleicht 5 Minuten früher. Die Notärztin hat den Zugang und Adrenalin gegeben. Fragen Sie Auskunft. Die geben Ihnen Auskunft. Genau. So sieht's aus. Gudi, gudi. Bist mal dahinlegen. Perfekt. Dann können die Trage auch mitnehmen.
Perfekt, das war's dann auch. Na gut, wir fahren dann. Legen Sie sich am besten mal hin. Tschüss. Gute Besserung.